So, der ein oder andere erinnert sich sicherlich noch an den letzten Rab in Gefahr. Ich habe damals sensationell auf zwei Rädern ein Auto, ja, also behende, muss man schon sagen, ja, über mehrere Kilometer gesteuert. Und also hier waren alle begeistert und da hat der Joha gesagt, der Hermann Joha hat gesagt, komm, da laden wir den Rab noch mal ein, der ist ein Genie. So, und da bin ich wieder, Herr Joha, was machen wir denn heute? Ja, wie du es letztes Mal vorgeschlagen hast, vielleicht auf einem Rotor fliegen oder du springst an den Hubschrauber oder wir machen Airram-Sprünge. Ja. Also so die volle Palette unserer Stuntschüler. Du hast da was Weißes an der Lippe. So, jetzt ist besser. Gut. Ja. Auf jeden Fall unsere Stuntschüler machen so als Abschlusstest, als Abschlusskontext, springen über die Airram. Hängen sich an den Hubschrauber. Das ist eine Luftrampe. Ja, also ganz genau. Das ist ein pneumatisches System. Wenn du da drauf trittst, fliegst du, je nachdem, wie wir das einstellen, 10, 20, 30, 40 Meter durch die Luft. Ach, sehr gut. Könnt ihr uns das mal machen? Ja. Wir haben immer wieder Gäste bei uns in der Sendung. Das ist ganz gut, wenn die Treppe runterkämen, dann sagen wir denen vorher, steig mal auf diese Ehren, dass sie direkt wieder aus dem Studio rausfliegen. Der Hubschrauber kommt über die Rampe und springst an die Kufe, hältst dich daran fest. Wir kreisen einmal um das Gebäude herum, vielleicht noch über das Pferd da drüben, landen wieder hier und dann hast du sozusagen das Diplom für die Stunt-Abschlussschule bestanden. Das ist die sogenannte, oh Vorsicht, das ist die sogenannte Air-Ramp, ja? Da wird also irgendwie, was wird da gemacht? Da wird Pressluft reingedrückt und dann geht dieses Brett nach oben. Aha, und wenn man da draufsteht, man selber auch mit. Genau. Ist ja ein Hammer. Machst du mal vor? Ja, gut. So, für den wie ich den letzten Sprung gemacht habe, so würdest du dann an die Kurve springen. Ja, da kann mir nicht passieren, Michael, jetzt drauf. Nein. Nein, natürlich. Ach. So, geht los. Achtung. Was denn? Was war das denn? Ach, hot. Hat in der Stuntschule nicht aufgepasst. Ja. Hot ist das, wenn ihr sagt, das ist hot, dann? Geht's los. Ja. Ich bin klar. Ist hot? Ja. Es ist hot, es geht los, okay. Ah! Oh! Das war zackig. Ja, aber spart euch euren Mitleidsapplaus, ich mach das nochmal richtig. Ist hot? Okay, ist hot. Gut, dann komm ich. Sehr gut, ich hab's raus. Alles erstklassiges Plastik hier. Uns kann nichts passieren. Never ever. Ich bin ja hier fest. Felsenfest. Aber es geht mir der Stift. Bitte? Es geht mir der Stift. Normal. Und ich merke, es macht dich heiß. Okay, egal. Okay, lass uns mal. Ach, schöne Matte hier hingelegt. Ja, komm, direkt. Joa, komm. Joa, komm her. Komm her, machen wir den Hammer hinter uns. Andersrum. Geht schon los jetzt? Wir legen direkt los. Auf los geht's. Ich weiß, ihr seid von RTL. Die wollen. Die wollen. Leg dich einmal auf den Bauch. Ich weiß, da ist bestimmt alles organisiert. Dann haben die von RTL bestimmt alles klar gemacht hier. Und gesagt, lass den Rad mal rumfliegen da um dein Haus. Und dann löst ihr einfach mal hier diese Leinen. Die gehen dann von automatisch auf. Verstehst du? Ist alles geplant. Mein Studio vermache ich der Ola Kock anbringen. Du noch mal Anweisungen und gleich, wenn du dranhängst, dann liegst die Band kriegt Howard Carpendale. Wer mal im Musikantenstadel aufgetreten ist, den kann nichts mehr schocken. Bitte entspannt fahren, Herr Kapitän. Nichts riskieren, ne? Sie brauchen mir nichts zu beweisen. Ist alles. So, jetzt glaube ich, starten gleich die. Jetzt geht's los. Geht los! Es geht los! Ich bin total entspannt!
Herr Joha, das war ja wieder eine sensationelle Vorstellung. Ja, ich hoffe das so. Ja, hintern ist noch heil, ja? Ja, hintern ist noch heil. Für mich war es aber natürlich wieder... Bisschen langweilig. Ja. Ja. Aber dir ist der Stift gegangen. Und wie? Ja. Dann halt mal das Mikrofon. Gerne. Ja, tschüss dann, ne? Ciao. Oh. War ein echter Umgang. Ne? Ja. War ich? Keine Frage. Also. Auf Ehren. Auf Ehre und super, 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 super ehrlich. Der war nicht gedoubelt, es war alles Stefan. Und, ich wusste allerdings nicht, dass du dazu sagen, dass ihr so hoch die Spitze auf dem Pferd wäre auch echt, lass mich das auch nicht sagen. Irgendwo musst du dir die Idee für den Cobra 11 Gag hier haben. Ne? Ja, genau. Ja, also, wer das lernen möchte, kann zu dir kommen.